die all den Playboy-Kostüm, ich liebe es. Holla, holla, du Schönheit mit grünen Haaren. Was meinen Sie mich etwa, Maler? Klar, wen denn sonst? Meine Augen beginnen zu funkeln, wenn ich dich ansehe. Oh, das nun. Du brauchst gar nicht weiterreden, Männchen. Du bist an einem Job interessiert? Leicht verdienes Geld für wenig Arbeit. Und ich bin sicher, dass gerade du besonders gut hinkommen würdest. Aber ich weiß nicht. Und was für einen Job handelt es sich denn? Na, ihr wisst schon, seht sie euch doch an. So schüchtern und zurückhaltend. Und dabei haben bezaubernde, unschuldige Ausstrahlung. Also ich kenne ja jede Menge Leute, die... Nein, danke, sie hat kein Interesse. Ist auch besser so. Du Sau, du Zuhälter! Hallo? Was sehen Sie denn? Was sehe ich denn da? Ist das allen Ernstes? Ja, eine VIP-Karte, die auch noch von der Kitori-Schwestern unterschrieben wurde? Das muss euer Glückstag sein. Ihr habt die Ehre, eine Nacht in unserer Luxus-Suite zu verbringen. Kostenlos. Kann ja nicht schaden. Sehr gut, dann müsst ihr euch nur noch die Lose für die Zimmereinteilung ziehen. Wir dürfen das nicht selbst entscheiden. Da ihr das kostenlose Angebot nehmt, nein. Nun gut, dann zieht mal eure Lose, jeder eins. Es kommen immer zwei Personen in eine Suite. Angenehme Ruhe wünsche ich. Jo, schau mal. Wir legen uns dann mal schlafen. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Lüle und Julia! Was die wohl so machen? Komm, Maler, wir gehen auch. Ja, bin auch schon sehr müde. Maler und Fea! Also dann, bis morgen. Ich bin schon gespannt, was die hier zu bieten haben. Tarasa und Aras. Ich brauche ja meinen Schlaf der Gerechtigkeit. Ein Glück, dass wir einmal diese Möglichkeit haben. Eine gute Nacht euch allen. Sarosh und Tapio, ach Gott, und Xai und Sasuna, oh Mann. Nun, dann gehen wir. Kein Wort. Aufs Maul. Schlafen. KP und MP aller Charaktere sind um 10 gestiegen, Stärke, Geschick, Tempo und Mentalität aller sind um 1 gestiegen. Toll. Einen wunderschönen guten Morgen. Gebt es zu, ihr habt noch nie so gut geschlafen, oder? Ja, die Betten waren unglaublich bequem. Sowas habe ich wirklich noch nie sonst erlebt. Ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe kein Auge zugemacht. Warum nur, Xai? Du warst ja auch mit Sasuna in einem Zimmer. Wieso denn das? Du schläfst doch sonst auch immer wie ein Baby. Ach, lass nur. Ich will nicht darüber sprechen. Ich hatte Angst vor Sasuna. Ja. Ja, ihr merkt schon, dieser VIP-Club ist leicht komisch aufgezogen. Jeder will irgendwas von uns. Oder von den Mitstreitern. Und jeder schmeißt sich an irgendjemanden ran. Na gut. So, alles wieder normally. Damit hätten wir in Neon alles completely tutti erledigt. Wir haben die MP-Perle, wir haben die Blumen gebracht, wir waren im VIP-Club. Und damit ist Neon mit einem Häkchen sozusagen abgehakt. Jetzt probieren wir gleich mal die Kampfmucke aus. Die geht wie Drecksau. Ja, aber jetzt haben wir die Kampfmucke von Elements Destiny Origins, die mir auch besser gefällt. Sie ist einfach irgendwie schöner wie die Ancient Powers Mucke. Ist einfach so, keine Ahnung. Gefällt mir persönlich besser, auch wenn hier noch ja das alte Kampfsystem am Platz ist, aber das ist wurscht. So, naja. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich werde jetzt dann im Offplay ein bisschen leveln. Am besten mache ich das wohl in Draco. Da gibt es dann auch die neue Ausrüstung noch in dem Draco-Shop. Vielleicht können wir noch schnell nach Draco gehen. Da gibt es ja dann die neue Ausrüstung, denn der eine Shop hat ja erst aufgemacht. Und dann werde ich dort mit den Drachen am Drachenfels mich begnügen. Die geben einen Haufen Erfahrungspunkte und so. Dann werde ich dort ein bisschen aufleveln und dann machen wir das nächste Mal richtig wieder mit dem Plot sozusagen weiter. Das mit Draco ist jetzt so eine Geschichte, da hätte der Sui ruhig noch einen Teleporter für Draco einbauen können, denn das Problem, es gibt für Draco nicht so richtig einen Teleporter, sondern man muss immer über in die Übergangshöhle und muss dann wieder den kleinen Weg laufen. So, also man kommt praktisch hierher und muss jetzt immer diesen kleinen Weg nach Draco laufen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ist halt so, mein Gott.
Man kann ja nicht an alles denken und das nehme ich auch Nezui nicht böse. Das ist halt so, mein Gott. Gut, wir haben mal wieder die Standardaufstellung. Einfach so. Ja. Ah, ich liebe die Mucke, ich liebe sie. Denkt euch einfach nichts dabei. Ich bin einfach gut drauf. Tot! So. Trotz allem müssen wir Julia heilen. Genesung. Heilquelle. Gut. Weiter nach oben. Wir speichern zwischendrin auch mal. Nicht, dass mir mal wieder das Spiel oder so abkackt. Man weiß es ja nie. Schließlich unendlich. Und dann ärgere ich mich nur wieder. Muss ja nicht unbedingt sein. Warum habe ich jetzt eigentlich Tapion mit dem Team? Man weiß es nicht so genau. Kreischender Sturm auf Doom. So. Tod. Dumpty-dum. Wunderbar. So. Ah, die Musik ist so toll. Sengende Strahlen, sehr steige Atmosphärenstrahlen an allen Gegnern. Probieren wir mal aus. Frostesima probieren wir. Photosynthetische und das Trümmergewitter. Schauen wir mal. Wetter. Die Effekte sind ja geil. Auch das Trümmergewitter ist geil. Nur bringt das für die Pinien nichts. Die halten das nämlich aus. Eis. Auch schön. So, Genesung, Heilquelle, Heilaura. Gut. Okay, ja, immer dieser Weg nach Draco ist ein bisschen nervig, nur ein kleines Wänkchen. Gut, immer diese Laufwege, naja. Hallöchen, Greif. Oh, zwei. Prostissima. Hurricane Schlitzer. Crashender Sturm. Sengende Strahlen. So. Oh, tot. Dum-di-dum. Wunderbar. So. Nach Draco. Da werden wir doch gleich dort sein. Bitte. Ja, der Weg zieht sich immer gewaltig. Vor allem, wenn man diese ganzen Kämpfe immer mit einrechnet, dann ist das leicht nervig. Aber es ist halt so, mein Gott. Was willst du machen? Nichts. Ist so. So, stirb, mein Guter. Ach Gott. Das hätte Tapion jetzt töten können. Tot.
Gut. Trotz allem haben wir es nach Draco geschafft. Hey Steve und Kurt. Das ist der Fred. So, und der Laden ist auch eingerichtet, der Shop. Da werden wir gleich mal reinlucken. Hallo, was darf denn sein? Oh Mann, Diamanthelm, Diamantenhelm dreimal. Heiliger Hut einmal. Diamantenpanzer. Dreimal. Heilige Robe einmal. Man sieht schon, die Dinger sind übelst teuer jetzt, aber ist halt so. So, Stahlhelm, Diamantenhelm. Stahlpanzer, Diamantenpanzer. Magischer Hut, heiliger Hut. Heilige Robe. Stahlhelm, Diamantenhelm, Stahlpanzer, Diamantenpanzer. Stahlhelm, Diamantenhelm, Stahlpanzer, Diamantenpanzer. Genau. So, verkaufen. Alter. Magische Robe. Magische Hut. Stahlpanzer. Stahlhelm. Wunderbar. So, Kampfaufstellung ändern. 2, 3, 1, 2, 3. Man sieht schon, das Geld geht hier nur so raus wie warme Semmeln. Denn die Sachen sind übelst teuer. Diamantenschild, Stahlhelm, Diamantenhelm, Stahlrüstung. Diamantenschutz. Siegelstab, Edelstab. Helm, heiliger Hut, heilige Robe, Stahlhelm, Diamantenhelm, Stahlpanzer, Diamantenpanzer, Diamantenschild. Gut, jetzt ist wieder die Geschichte. Barriereschild werden wir nicht verkaufen, der manche Statuseffekte verhindert. Diamantenhelm, Stahlrüstung. Diamantenrüstung. Diamantenhelm, Diamantenpanzer. Okay. So, einmal, zweimal. Ja, und dann haben wir kein Geld mehr. Wunderbar. Diamantenschild. Diamantenhelm. Stahlrüstung. Diamantenrüstung. Nehmen wir mal Diamantenrüstung und Diamantenpanzer. Er ist schwächer. Diamantenhelm. Diamantenpanzer. Susuna kriegt den Lichtring. Naja, und dann verkaufen wir mal wieder ein bisschen Zeug. Zum Beispiel ein Helm, der aus getrockneter Lava besteht. Steigert zusätzlich Stärke und Mentalität 5. Diamantenpanzer, Stahlrüstung, Stahlpanzer, Stahlhelm, magischer Hut, Stahlschild, gut, Todesgebräu können wir auch verkaufen, denn das funktioniert sowieso meistens nicht, das brauche ich nicht, Fluchsteine, bla, Osmium-Axt. Eine Axt für Krieger besteht vollständig aus Osmium. Können wir auch verkaufen. Sie besteht aus purem Silber. Können wir auch verkaufen.
Sieht sehr edel aus, weg damit. Zwei Handschuhe für Kampfsportler, sie sehen sehr edel aus. Flammenschnitt, Meuchler, Elfenbogen, Stahlschild zum Schutz, magische Robe, Donnerring, bla, Nebelkleid, Agilband, okay. So, schauen wir mal von der Ausrüstung her. Xai bekommt mit Donnerresistenz, ne. Lichtresistenz. Fair den Windring, Aras den Erdring, Hylea kriegt den Donnerring, Aurorok, Aurorok, Magieband, Kraftband, Eisring, Feuerring, Wasserring. Na gut, ich glaube auch der Fred hatte noch Zeug dabei. Puh, auch wenn die Drachen, wenn ich Drachen mag, bin ich dennoch froh, wieder hier unten zu sein. Ich habe euch ein paar besondere Gegenstände angeholt, seid ihr interessiert? Und zwar hat er Diamantenschiene dabei und heilige Schuhe. Wollen wir dabei jetzt aber nicht. Vielen Dank, ihr Reisenden. So, und damit machen wir für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren, wenn ihr möchtet, auch gut bewerten. Ansonsten bin ich der AC105 und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play. Nicht Paper Mario, sondern Elements Destiny Ancient Powers. Bis dann, Leute, und ciao, ciao.